Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind dabei, den kleinen Charlie zu retten. Wer oder was auch immer das ist, ob es ein Hund ist oder ein kleiner Junge, ich weiß es nicht. Wir finden es raus. Problem ist, wir kommen nicht rein. Wir kommen nicht rein. Und ich weiß nicht, wo uns der Weg gerade hinführt. Aber wo führt uns der Weg gerade hin? Wieso leuchtet denn immer auch dies LT auf? Ich verstehe es nicht. So, Charlies Rettung. Starten wir das Ding halt nochmal. Moment mal, Moment mal. War die Alte da mit Quatschen noch gar nicht fertig? Das kann doch nicht sein, oder? Ist das ein bisschen buggy? Dank, mein Lieber. Er wollte ein paar Höhlen erforschen. Hat ja, das weiß ich doch. Gespielt. Der dumme ich war doch schon da. Komm nur nicht rein in die Höhle. Ihr wisst ja, wie Kinder sind. Sie denken immer, sie sind alt genug, es allein zu schaffen. Ihr könnt erschrecken, wenn er euch sieht. Also nehmt diese Nachricht. Ach, die war noch gar nicht fertig mit Labern. Ach, leck mich, das kann doch nicht sein. Okay, okay, die war noch gar nicht fertig. Ja, sehr gut. Muss man auch erstmal wissen. Ja, so ist das mit alten Leuten. Manchmal muss man denen etwas mehr Zeit geben. So, 1800, das war die Tatur. Da kommen wir noch nicht weit mit. Aber den Wagen kann man hier gerade mal kaufen. Moment. Aha, Steinschleifer. Die kann man natürlich nicht kaufen. Das dürfte wahrscheinlich hier dann Bekleidung sein, ne? Wadenhändler. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt habe ich gerade 3, 2. Damit können wir uns doch den Tattoo leisten, ne? Ich wünschte, ich. Jo, okay. Kaufen und vermieten. Damit können wir gleich schon mal die Miete hier wieder anpassen. Zack, hoch damit. Passt. Sehr gut. Ja, und dann gehen wir jetzt mal los und kümmern uns um den kleinen Schaden. Jo, und dann Schabinglabba rein damit. Grab der Helden. Weshalb auch immer ein kleiner Junge unbedingt da rumlaufen muss. Ich weiß es nicht. so eingeschüchtert. Wie viel? Wo bist du? Jo, bist du? Komm, kriegst mal ein Leckerli. Gut, und dann würde ich sagen, gleich weiter. Alle Türen verschlossen.
weiß nicht, warum war hier. Ihr wollt also ein paar Schießtipps. Lasst dabei die Augen offen, Dummkopf. Warte mal. Wo ist er? Wo ist er? Hey, ihr seid dieser mächtige. Oder müssen wir hier erst durch, dass er hier irgendwo ist? Wo ist diese olle Quatsch? Zwerg, da ist er. So, hier, genau in die Fresse. Ein kleiner Wichser. Zack, und vorbei. Was? Ja, guck mal an. Schön in der Ecke versteckt. Jo, sehr geil. Okay. Sehr, sehr geil. Du! Ah, ein Entdeckerkollege! So ein Glück! Nee, bist nicht der kleine Scheiß. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was habt ihr da? Diese Handschrift. Das wird doch nicht etwa... Doch, das ist der kleine Scheiß. Ja, leck mich. Mutter, ich bin vom kleinen Jungen ausgegangen. Ich heiße Charles. Charles! Und ich bin ein sehr guter Abenteurer. Diese Frau bringt mich noch zur Weißglut. Wie fändet ihr es, wenn euch eine alte Frau ständig Vorschriften macht? Aber ihr scheint ganz nett zu sein. Vielleicht könnt ihr uns helfen, diese vermaledeite Truhe zu öffnen. Sobald ich mich nähere, erscheint ein Trupp dieser untoten Plagen und versucht, mich anzugreifen. Seid so gut und haltet diese Bestien von mir fern, ja? Sobald ich mich der Truhe widme, beginnen die faulenden Schufte ihre grausamen Scherze. Haltet sie fern, während ich am Schloss arbeite. Oh, wie aufregend! Er werkelt also an meiner Truhe rum. Das soll ich noch ignorieren. Und was war? Die Truhe da hinten? Nee, ist ein Schlüssel. Das muss man dann auch nicht vergessen. Blitz, okay, hey, hier war doch ein Obermacher dran. Dabei hab ich den gerade erledigt. Ne, da ist er. Jetzt habe ich ihn erledigt. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal gerade den Schlüssel mit. Hier war keine Truhe mehr, ne? Genau. Also, die Erfahrungskugeln mal gerade einsammeln. Mhm.
Max und Sam. Das hab ich nicht, die beiden gesehen. Idioten aus Bowerstone, ne? Die beiden, die mit dem Mikronomicon umgespielt haben, ne? Nachschub, yeah! Oh Mann, her damit. Okay, es ruckelt und wackelt hier schon wieder. Das war's also mit Sicherheit noch nicht. Und so kläfft der Hund. Aber wegen Gegner. Okay. Lass mal auf mit deinem Blitzdingsen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Blitzdings hier, Blitzdings da. Also. Jetzt dingst dich ja auch nicht. Oh, Alter, geh doch da weg. Was war das denn gerade für ein verzweifelter Versuch, mich zu treffen? Ja, hör auf mit deinem Blitzdings. Okay, da kommen scheinbar noch welche. Ach genau, da oben war ja auch noch ein später Gang, ne? Mal gucken, ob der jetzt gleich auf ist. Weil da war ja auch noch eine Truhe hinter, ne? Gucken wir uns das, ob wir uns das gerade leisten können. Ja, sieht so aus. Keine Gegner. Ach komm, hör auf.
Nee, ist aber immer noch verschlossen. Okay, wahrscheinlich kommen wir von hier dann in so einer kleinen Runde da oben hin. Und kommen da dann wieder raus. Okay. Ist auch eine Möglichkeit. Der hat schon wieder die Wand geschlagen. Ich glaube, die hohlen Männer, das ist gar nicht, weil die irgendwelche Irrlichter sind. Das ist auf den Verstand bezogen, ne? Die sind ja mal sowas von hohl. Ja, genau, okay, dann geht es also doch über diese Schiene, dass wir hier oben einmal in eine Runde gehen und dann da hinten rauskommen. Okay. Hör auf mich zu blitzdingsen. Haben wir hier jetzt noch irgendwas gehabt? Eine Truhe oder so? Nee, wo ist mein Hund? Der ist schon hier beschädigt. Komm, lass dich heilen. Oh, komm, lass dich heilen. Komm, mein Kleiner. So. Ja, vor allem wir. Charlie, du unartiger Bengel, jagst deiner alten Oma solche Angst ein. Wie oft soll ich's dir noch sagen? Bleib da, wo Oma dich sehen kann. Ach, Großmutter! Sag nicht, ach, Großmutter, dieses Jahr verdienst du dein Geschenk aber nicht. Genau. Eigentlich gib es mir. Sollte es dein Retter bekommen. Genau. Lernen, Kinder. Vielen Dank, dass ihr Charlie zurückgebracht habt. Bitte, bitte. Abenteurer. Ich bin Abenteurer, Großmutter. Und ich heiße Charles. Charles! Schreien ist unhöflich, Schatz. So, wir gehen heim und trinken einen schönen Tee. Bekomme ich nicht noch das Geschenk von dir? Oh. Oh. Das ist ein tolles Geschenk. Okay. Du bist jetzt berühmt genug, wow, um LMA zu nutzen. Ganz Bloodstone redet von dir und deinen Taten. Denn die kosten im Einkauf, glaube ich, so um die... Hast du wohl Reavers Neugier? 3.500? Das war echt ein gutes Geschenk. Ja, wir kehren auf jeden Fall zu Weaver zurück, aber ich möchte mal gerade gucken, ob wir hier noch ein paar reisende Händler haben. Und ob ich da vielleicht Glück habe, dass wir irgendwo schon wieder eine geile Waffe ready haben. $19.50, okay. Ein Lock, dann können wir schon zwei Tore öffnen, ne? In dem Gargoyle. Was auch immer für ein Ding.
So, was kriegen wir hier? 300 Gold, ja, sehr geil. Das Buch der äußerst Ton. Ja, ja, okay. So, hier waren jetzt aber gerade ziemlich viele Wachen, ne? Also im Verhältnis zu dem, was sonst an Wachen hier sind. Vielleicht zwei Stück so nah. Ja, genau, da ist der Händler und wegen euch drei Idioten läuft da weg. Super. Ja, okay. Den zweiten Kartenteil. Dann sind das sehr wahrscheinlich vier Kartenteile, ne? Die wir bekommen müssen. War hier denn auch irgendwas? Außer Hopse. Aber einen Stelzen tauchen sehe ich da jetzt nicht im Wasser. Kann natürlich nochmal ganz genau hingucken. Nee, schade. Okay. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, ob wir hier im bzw. auf dem Turm schon mal waren oder noch nicht. Ja, hier waren wir schon mal. Die Truhe ist auf. Hier sind die Hopse hergekommen. Ach so, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Bitte, tut mir nicht weh. Nee, ich tue dir nicht weh. 79, ja natürlich, weit hinterher, ne? Aber die sieht einfach wahnsinnig schön aus, die Waffe. Ist einfach so, die, ich finde die optisch richtig schön gemacht. Hätte ich gern in so manch anderem Spiel. Hier ist auch keiner, uns fehlt echt noch ein so ein aller Zwerg. Zumindest einer, um zwei Türen öffnen zu können. Yeah. 500 Gold. Sehr geil. Nichts Persönliches. Ich tue nur meinen Job. Ja,
Ritter. Was gibt's denn da? Ja, also dann brauchen wir garantiert noch einen weiteren. Können. So, dann haben wir die Ständigkeit schon mal höher. Sehr gut. So, der Hund hat also nicht gebellt, weil da nichts Schönes war, sondern wegen den Gegnern, okay. Da fehlt noch was, das möchte ich auch mal gerne mitnehmen. Was liegt aber sehr weit zurück, wa? Okay, egal. Und ja, klar, ich könnte das jetzt auch mit dem kleinen Hackebeilchen machen. Aber es ist immer noch mal ein bisschen Gold, was noch mehr mit drauf kommt. Auch wenn wir zugeben, jetzt auf 50 Gold nicht mehr drauf angewiesen sind. Aber haben oder nicht haben, ne? Aber um den Trank kommen wir nicht drum rum. Okay, da waren wir schon.
Ja, ist halt einfach eine Menge Erfahrung, die wir jetzt mal mitnehmen können hier, ne? Was dann schon mal wieder einen guten Nutzen hat, als wenn wir jetzt einfach nur die Schnellreise nehmen würden. War hier nicht auch irgendeine Truhe noch? Genau, hier. Aber ich meine, hier war auch noch irgendeine Schlüsseltruhe, ne? Wo wir derzeit nicht genug Schlüssel hatten. Die jetzt aber haben dürften. Ja, komm, Bauzi, wo hast du denn gerade den Grabensort gehabt? Na, du bist mir eine Pfeife. Dann würde ich sagen... Okay, Feinde, wir haben hier noch Feinde. Wo haben wir die denn? Ah, jetzt hat er den Grabensort hier. Da komme ich nicht hin. Okay. Vergessen, wo der Grabungsort ist. Okay, schlafen können wir jetzt auch noch nicht. Dann würde ich sagen, bevor wir weitergehen, machen wir jetzt einen Cut mit der Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin und ciao.